man braucht ein bisschen Respekt, aber auch ein bisschen Selbstbewusstsein und dann passt das auf jeden Fall. Dass man wirklich jeden Tag immer wieder das gleiche Pensum versucht zu packen, das ist somit die größte Herausforderung. Ich habe mir das als Ziel gesetzt und das ziehe ich dann jetzt auch durch. Oppenheim gestern Morgen. Mark-Erwin Scholz und seine Begleiter haben die Nacht im Zelt verbracht. Tag 11 des Abenteuers. Ziel heute Ingelheim, die Stadt, in der er aufgewachsen ist. Ich freue mich auf jeden Fall, meine Familie dann mal alle tatsächlich zu sehen und gut zu essen, Reserven aufzufüllen, vielleicht auch das ein oder andere Kleidungsstück mal zu waschen. Streckenbesprechung. Vater Marco und Freundin Katharina steigen gleich aufs Rad. Auf dem Wasser ist Mark-Erwin Scholz auf sich allein gestellt. Aber er liebt es. Seit frühester Kindheit. Mit seinen Eltern verbringt er die Ferien oft am Meer in den Niederlanden. Nach seinem Sportstudium arbeitet er zuletzt als Surflehrer auf den Kapverden. Eigentlich wollte er jetzt voll durchstarten. Sportmarketing. Wegen Corona läuft da gar nichts. Dann eben den Rhein runter paddeln. Mehr als 1000 Kilometer von Konstanz bis an die Nordsee. Eine Idee, die er schon lange hat. Über eine Online-Plattform sammelt er Spenden. Für Wings for Life, eine Stiftung für Rückenmarksforschung. Eine Schulterverletzung hat ihm gezeigt, wie verwundbar der eigene Körper ist. Da habe ich natürlich gemerkt, obwohl das nur ein kleiner Eingriff ist, für eine Einschränkung schon für jemanden ist. Und war dann natürlich heilfroh, dass das wieder einigermaßen jetzt gut verheilt ist und ich alles machen kann. Dementsprechend habe ich da wirklich nochmal dieses Privileg Gesundheit anders zu schätzen gewusst. Was er da macht, ist nicht ganz ungefährlich. Auf dem Rhein ist viel Verkehr. Es gibt Wehre, Staustufen und Stromschnellen. Im Internet dokumentiert der 26-Jährige jede Etappe. Jetzt haben wir es sogar geschafft, in Rheinfelden vorbei. Bin ich sogar ins Wasser gefallen, leider. Da war ultra starke Strömung, also richtige Strudel. Er hat sich lange vorbereitet, aber seine Eltern erst 3 Wochen vor dem Start eingeweiht. Ganz allein wollten die ihn nicht auf die Strecke lassen. Vater Marco hat spontan Urlaub genommen. So fällt mir es auch einfacher, wenn ich dabei bin und sehe, wie es macht. Gibt dann doch ein bisschen Sicherheit. Auch für meine Frau, weil ich natürlich da auch immer sie up to date halte. Also er hat das schon auch selber im Blick, aber wir haben dann natürlich dann immer noch mal ein zweites Auge drauf, um dann auch wirklich zu schauen, wo kann man gut Pause machen, wo können wir vielleicht auch unsere Vorräte mal auffüllen. Es läuft nicht rund heute auf den 40 Kilometern. Viel Gegenwind, eine harte Etappe. Ja. In Ingelheim warten Freunde und Familie. Oma Hildroth macht sich bereit. Ich zittere überall, schon die ganzen Tage, die er da jetzt schon fährt, ist die ganze Zeit und ganz aufgeregt, man schläft nicht, man macht sich so Gedanken, aber der macht das so toll. So viele Freunde, Bekannte, also ich bin überwältigt, ja, ich glaube, das ist auch jetzt gerade mal so ein rührender Moment irgendwo, ja, genau. Schön, dass ihr alle da seid, vielen Dank. Irgendwie habe ich das Gefühl, als hätte ich meine Tour schon komplett jetzt hinter mir. Dabei ist es jetzt erst die Hälfte, aber trotzdem. Ja, würde mich am liebsten bei jedem Einzelnen jetzt bedanken. Eine Nacht im eigenen Bett und ein schöner Abend mit der ganzen Familie. Mehr Belohnung geht nicht. Musik.